Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Ich bin mit Heinrich nach wie vor in Scarlets. Wir haben uns hier gerade Einlass verschafft. Auf eine sehr martialische Art und Weise. Mit viel Kampf hier auf dieses Gelände der, was auch immer, der Erzlagerstätte, Erzaufbereitung. Und wir sollen hier schauen, wie der Zustand des Ganzen ist, was hier eigentlich los ist. Offenbar haben sich hier Banditen bereit gemacht. So viel ist klar. Bevor wir weitermachen, möchte ich aber noch einen Hinweis loswerden. Gewissermaßen eine eigene Sache. Kleine Überraschung, ich habe meine Hardware aufgerüstet und zwar ganz ordentlich, also das volle Programm, Mainboard, Prozessor und Grafikkarte. Die neuen Spezifikationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und ich möchte nochmal ganz herzlich einem Zuschauer danken, Lord Bento, der mich hier sehr fachlich fundiert beraten hat beim Einkauf und mir vor allem auch den letzten Anstoß gegeben hat. Ich bin mir dessen bewusst, dass die grafische Qualität jetzt hier bei so einem Let's Play eigentlich nicht der entscheidende Punkt für die Qualität eines Let's Plays ist, aber es ist doch ein nettes i-Tüpfelchen, wenn man hier, so wie ich jetzt, in sehr hohen Grafikeinstellungen mit 60 FPS jetzt aufnehmen kann. Das, ja, ist ja noch ein kleines Sahnehäubchen, würde ich sagen. So, und jetzt kümmern wir uns weiter hier um unseren Auftrag. Wir sollen das hier untersuchen, was hier los ist. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Wir gehen erstmal vorne rum. Oh, guck mal. Da ist noch jemand. Okay, also das wird wohl nicht der letzte Kampf gewesen sein. Na gut. Wisst ihr was? Wir hatten doch, glaube ich, wir hatten ein Upgrade bekommen. Das will ich gleich mal nutzen. Und zwar bei Stärke. Und da werde ich einsetzen. Furchterregend. Deine Feinde sind eher geneigt, die Flucht zu ergreifen, anstatt gegen dich zu kämpfen. Das machen wir mal. Das wird uns gerade im Kampf, glaube ich, gegen viele helfen. So, jetzt gucken. Oh, der kommt hier lang. Können wir uns vielleicht anschleichen, indem wir hier irgendwie von der anderen Seite... Ich habe keine Lust jetzt mehr auf einen langwierigen Kampf. Ich will das anders lösen. Versuchen wir mal unser Glück. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gehen wird. Immerhin sind wir hochgerüstet. Hat er uns gehört? Ja, achso, er sieht die Leichen. Deswegen ist er stehen geblieben. Okay. Na, er geht weiter, sieht die nächste Leiche. Na, er sieht die nächste Leiche. Und, ach, verdammt, falsche Taste. Das war genau ein paar Sekunden zu spät. Da müssen wir jetzt hier nochmal den Kampf aufnehmen, Leute. Ja, so geht's. Einfach ins Gesicht. Ich komme erstaunlich oft durch mit dem... Mit dem Zustechen. Okay. Nein! Oh Gott, was habe ich gemacht? Ah, okay, alles klar. Jawohl. So, Ausdauer ist schwach. Bisschen verschnaufen. Ja. Ja. Ich schlachte dich ab. Das wirst du nicht tun. Jawohl. Gerade in so schwierigem Gebiet ist das Stechen sehr wirkungsvoll, habe ich das Gefühl. So. Wir haben folgende Spezialisierung, Schädelbrecher. Oder die hat mir quasi jetzt... Aha, okay. Also der Tod ist durch diese Spezialisierung, glaube ich, gekommen. Hervorragend. Da haben wir mal richtig Glück gehabt. Wir plündern ihn kurz. Was hat er noch dabei? Er hat ein Rüstungsset dabei. Das wird uns helfen. Und sein Kriegshammer. Aber diese Art Waffen nutzen wir eh nicht, wie wir bemerkt haben.
So, jetzt muss ich das mal wieder wegbekommen. Oh, ist dieser Bug. Ist aber echt nervig. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch ist. Das wirklich Was hast du hier regelmäßig. zu suchen? Wie? Was? Noch eine? Lebensmüde, was? Wo kommst du denn noch her? Das wird eine Freude. Hä? Das ist ja verrückt. Stehen die jetzt hier von den Toten auf? Also, jetzt bin ich überrumpelt. Das nimmt ja hier kein Ende. Ich frage mich echt, ob man. Ah, der war ist Ich aber schon schlachte verletzt dich gewesen, ab! oder was? Genug, genug! Ich gebe auf, hörst Ja, du? kann man mit dir reden? Kannst du mir was erzählen? Nee, kann man nicht. Na dann. Mir ist nicht nach Reden. Du bist tot. Kurwa! Ja, okay. Schnauze voll. Puh. So, ich hoffe, das ist es jetzt gewesen. Meine Güte. Der hat den Kühlrass dabei. Aber wir haben ihn trotzdem relativ schnell erledigt gekriegt. Sehr schön. So, jetzt aber endlich zur Erkundung dieses ganzen Dings. Ich hoffe, das war jetzt wirklich der letzte. Also, gehen wir mal hier runter. Vielleicht können wir hier mal reingehen. Aber es sieht nicht so aus. Also, falls ihr denkt, ich bin blöd, warum ich nicht immer einfach beenden drücke, wenn das kommt, rechts unten, das geht leider nicht. Darauf reagiert das Spiel nicht. So, nach den Kämpfen können wir uns vielleicht auch mal waschen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und hier, ja, wir finden hier nur Leinenhemden. Wir können hier schlafen, wenn wir wollen. Aber ich glaube, ich will nicht. Wobei es schon recht spät ist. So. Es sieht so aus, als könnten wir in keines dieser Gebäude reingehen. Wir gucken uns nochmal genauer um. Vielleicht müssen wir dann wirklich nach der Questmarke uns bewegen. Hier können wir auch schlafen. Hier oben nichts Besonderes zu finden. Hinsetzen können wir uns. Viel Holz liegt hier. Essen, glaube ich, brauchen wir nicht. Sattheit 83, das ist okay soweit. Auch hier geht es nicht rein. Gut, dann orientiere ich mich jetzt mal echt ganz blöde. Ah, nee, schaut mal, wir können hier untersuchen. Das hier ist in überraschend gutem Zustand. Ja, was ist das überhaupt? Ist das so eine Art Hammer, der sich bewegt durch. Ja, genau. Vermutlich wird hier das Erz zerkleinert oder so. Gut, das ist jetzt die Erkenntnis. Guter Zustand von diesem Zeug, von diesem Ding. Das ist es vermutlich gewesen, Leute. Na gut, dann werden wir uns hier wegbewegen. Und okay, wir werden nachher die Wasseranlage begutachten, aber vorher, denke ich, sollten wir jetzt wirklich nochmal nach Scarlets rein. Und den Ort nochmal besuchen, an dem das ganze Unheil begann. Außerdem haben wir, glaube ich, noch. Wartet mal, wir haben noch eine Aufgabe dort. Oder eine Sache, die wir untersuchen können. Nämlich der Schatz. Ja, ein Schatz unter dem Taubenschlag, den wir finden können. Da hatte uns irgendein Scarletzer damit beauftragt. Ich glaube, das war noch in Rattay, bin nicht ganz sicher. So, und wir sind sogar noch mal in Reiten aufgestiegen. Sehr gut, auch darum kümmern wir uns gleich. Und reparieren auch noch. Das machen wir mal als erstes. Ich glaube, da nehme ich jetzt mal Polsterung. Wenn du deine Rüstung selbst reparierst, kannst du sie auspolstern, damit sie weniger Lärm macht. Das ist auch schön. So, und dann Reiten. Da nehme ich, glaube ich, Ritter. Im berittenen Kampf erhalten wir Nahkampf- und Fernkampfschadenbonus, obwohl wir das kaum machen, aber die anderen sind ja noch weniger attraktiv, würde ich sagen. So, wir müssen ja hier leider einmal rumlaufen, weil die anderen Tore alle versperrt sind. Ein Nest haben wir noch gefunden. Und das letzte Mal hatten wir hier Banditen getroffen, wenn ich mich recht entsinne.
So, wie wird das für Heinrich wohl sein, hier zurückzukehren? Erneut. Das Nest ist dort. Da sehen wir auch schon den Taubenschlag. Mal schauen. Unterm Taubenschlag, sagte er. Warte mal, vielleicht verbirgt dieser Bug... Ja, schaut mal. Das ist so nervig. Schaut mal, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Durch diese Anzeige. Hier kann ich graben. So, wir haben die Schaufel, glaube ich, in der Satteltasche. Da holen wir sie mal her ins Inventar und beginnen zu graben. ...50 Groschen und Berans Becher. Der hat einen Wert von 200, aber Leute... Okay. Gut, dass niemand die Sachen gefunden hat. Ich sollte sie Beran bringen. Ja. Wir sind ja jetzt wirklich steinreich eigentlich. Und wir haben schon die allerbeste Ausrüstung fast. Nahezu in allen Bereichen. Die man sich zumindest kaufen kann. Insofern glaube ich... Einfach aus diesem Status heraus ist Heinrich jetzt inzwischen eher so ein bisschen gönnerhaft. Und was sollte er sich das jetzt hier einstecken? Wer weiß, vielleicht kann Beran ihm noch irgendeinen Gefallen tun. Ich will aber noch mal was anderes gucken. Was haben wir jetzt für einen Heimlichkeitswert? 12. Ach so, wir hatten ja sowieso, sind sowieso schon über 10 gekommen, ne? Stimmt, ich glaube, da könnten wir nochmal trainieren. Bin ich ganz sicher. So, was jetzt natürlich nötig ist. Ah, das machen wir, glaube ich, zu Fuß. Wir gehen nochmal zum Elternhaus, gucken dort nochmal zum Rechten, nach dem Rechten. Ob das Grab, das wir angelegt hatten, in Ordnung ist und so weiter. Schaut mal, hier stecken noch die ganzen Pfeile. Das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Da hat sie auch, glaube ich, erbärmlich gegossen und gewittert, als wir hier waren. Tja, da ist die alte Schmiede unseres Vaters. Hier hat alles angefangen mit diesem Schwert. Diesem Unglücksschwert. Ich glaube, einerseits ist es natürlich das Letzte, was sein Vater gemacht hat. Andererseits hat Heinrich, glaube ich, kein gutes Gefühl bei diesem Schwert oder kein gutes Verhältnis dazu. So, schauen wir mal nach dem Grab. Hier ist alles in Ordnung. Immerhin das. Und der Ort, der ist ja auch wirklich ein wunderschöner hier. Das ist eine kleine beruhigende Tatsache, dass sie hier vielleicht Frieden gefunden haben. So, aber hier ist alles unverändert. Tja, wer sollte hier auch irgendwas getan haben? Aber sagt mal, lohnt es sich nicht? Hier können wir noch stehlen. Kohle ist noch da. Würde es sich nicht lohnen, den Ort wieder aufzubauen? Vermutlich nicht, solange die Kumanen und solange dieser Bürgerkrieg herrscht. Aber dann doch sicherlich. Ich meinte, schaut mal. Das Haus ist doch im Wesentlichen intakt. Hier könnte man doch problemlos eigentlich wieder einziehen. Wenn erstmal der ganze Brandgeruch raus ist und man so ein bisschen vielleicht gekalkt hat, innen alles ein bisschen repariert hat. Da sind manche Häuser unten doch deutlich stärker beschädigt. Gut, Leute, wir machen uns zum nächsten Ort auf, würde ich sagen. Aber vorher reparieren wir nochmal hier, soweit wir können, unsere Ausrüstung. Oh ja, da ist einiges nötig. Wir nutzen auch die kleinen Rüstungssets, die wir bekommen haben. Die Kettenbeindinge können wir nicht. Und die Schaufel kommt wieder in die Satteltasche. Das kleine Schmiedeset können wir noch verwenden. Ja, und habt ihr gesehen, der Gambeson, der ist jetzt quasi, sind nur noch irgendwelche Lappen, die an uns herunterhängen. Schuster-Set ist nicht nötig. Okay.
Nun gut, wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Ich würde sagen, wir machen jetzt diese Sache. Den Zustand der Wasseranlage werden wir untersuchen. Und vielleicht können wir ja mal hier rumreiten. Da dürfen wir da auch hinkommen. Den Weg kennen wir noch gar nicht. Wie spät haben wir es eigentlich? Wir haben es 17 Uhr. Wir müssen vermutlich hier irgendwo in der Nähe übernachten. Aber ich glaube, in unserem Elternhaus war das gar nicht möglich. So, jetzt muss ich das mal wieder... Okay. Ein trostloser, verlassener Ort. Nicht mal Banditen sind mehr hier. Aber wahrscheinlich ist auch wirklich alles geplündert, was zu plündern war. Oh, schaut mal, hier ist auch noch eine intakte Hütte. Vielleicht kann man hier schlafen? Ja, tatsächlich. Hier könnten wir schlafen, im Notfall. Merken wir uns mal als möglichen Rückkehrort. Na, Jender? Du hängst fest, ne? Oh, das, oh ja, hier ging es ein bisschen hoch runter. So. Dann müssen wir, glaube ich, hier runter. Um da drüben hinzukommen. Oh, ja, hier war noch ein Unfallort. Wo denn? Wartet mal. Das gucken wir uns nochmal kurz an. So, wir stehen mal wieder davor. Ich sehe keinen Unfallort. Ist da jemand durchgerauscht? Auch nicht. Ist auch egal. Ist jetzt nur Ablenkung. Es wird spät, Leute. So, schon wieder der Bug. Gut, dann wollen wir hier schauen, was wir hier finden. Im Moment sieht es noch ziemlich verlassen aus. Okay, hier wird irgendwie Wasser gestaut. Hier wurde Stein gehauen. Hier ist auch nochmal die gleiche Art von Anlage, die wir da drüben schon kennengelernt haben. Wozu diente das eigentlich? So, vermutlich sollten wir uns mal wieder hier an diesem Questmarker orientieren, auch wenn es irgendwie blöd ist. Ich meine, der sieht ja jetzt schon in gewisser Weise den Zustand. Scheint nämlich alles noch, so wie es aussieht, ziemlich intakt zu sein. Etwas verwirrend angelegt alles. Vielleicht pumpen die auch aus den Minen irgendwie das Wasser raus? Na, mal sehen. Da unten ist der Ort, den wir uns anschauen sollen. Also, sie wollen ja so einen Hardcore-Modus einführen, wo man ohne Questmarker arbeitet. An sich finde ich das eine richtig gute Sache. Sowas mache ich gerne. Wie kommen wir denn da runter, Leute? Offenbar nur von vornherein. Aber wenn sie das machen, dann müssen sie natürlich noch irgendwie ein bisschen fairer an den Beschreibungen oder an der Art und Weise da feilen, weil dass man für diese Quest wirklich zu einem ganz bestimmten, konkreten Ort irgendwie so hinlaufen muss...
bei so einem großen Gelände? Sieht nicht allzu schlimm aus. Vermutlich waren die Hundsfette wasserscheu. Okay. War das die Erkenntnis? Hier ist immer noch mal eine Truhe. Und was willst du dir jetzt genau angucken? Das ist die große Frage. Hier, untersuchen. Hier wurde mächtig Radau gemacht. Aber es steht noch. Mhm. Vermutlich geht's auch... Oh, warte mal, da hinten ist jemand. Seht ihr den? Der steht da irgendwie ziemlich blöd in der Gegend rum. Die Frage ist, wollen wir den Kampf, falls das ein Kampf wird? Wir gucken erstmal hier rein. Das ist nichts, was wir brauchen. So, die Frage ist jetzt wirklich, was ist das für ein Typ? Ich meinte, vielleicht hat er noch Informationen, der steht da einfach so blöd im Weg rum. Schaut uns an. Vielleicht kann er uns was erzählen hier. Aber nee, der hat eine Axt in der Hand. der steht da rum mit einer Axt in der Hand. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei. Ich meine, der hat uns jetzt gesehen, ne? Was hast du hier zu suchen? Okay, Banditen. Oh, und nicht wenige. Schnell erledigen. Ja, der erste ist tot. Oh, das sind eine Menge. Das sind eine Menge. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Von allen Seiten können sie kommen. Okay. Ein Stich reicht teilweise schon. Aber das ist jetzt gefährlich, wenn unsere Ausdauer runtergeht. Wir müssen aufpassen auf die Ausdauer. Jawohl, den haben wir auch erledigt. Okay. Das geht ja wirklich schnell. Ungerüstet mit unseren Fähigkeiten. Gott, mit wem haben sie sich hier eingelassen? So. Wow. Krass. Ich weiß nicht, das hat jetzt vielleicht 20 Sekunden gedauert. 5 Leute getötet. Es kommt mir inzwischen das Ganze irgendwie so ein bisschen Rambo-mäßig vor, ehrlich gesagt. Eigentlich, wie dieses Spiel nicht sein soll. Okay, ich sag mal, gegen 5 Bauern, okay. Aber diese Sache, dass wir einfach in Kumanlager reingehen können und am Ende mit 5, 6, 7 Kumanen es aufnehmen können... Ich weiß nicht, das hatte ich mir irgendwie am Anfang anders vorgestellt. Gut, der Form halber plündern wir hier nochmal die Groschen. Okay. Deren Schwerte interessiert uns nicht. Die Sache haben wir auf jeden Fall jetzt erledigt. Diese Untersuchung. Ja, Trockenzeug, das ist immer gut. Trockenobst nehmen wir gerne mit. Getrocknete Pilze und so weiter. Das hilft uns im Notfall unbedingt weiter. So, irgendeine Leiche war hier noch, aber das ist nicht so entscheidend. Gut, Leute. Was machen wir jetzt? Wartet mal, Das nächste Ziel ist... Was ist das hier eigentlich nochmal? Finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Und das ist ein mysteriöser Stollen. Ja, jetzt ist die Frage. Ich sag mal, wenn dieser Stollen bewacht ist, wenn das ein Lager ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht mal wieder eine Nachtaktion, eine Schleichaktion machen. Auch wenn wir gesehen haben, dass es eigentlich nicht nötig ist, aber ich will jetzt da nicht immer so da reinlaufen in diese Situation. Wir müssen da irgendwie rüber und dann links hoch. Achso, wir sehen es ja auch am Questmarker. Warum wird eigentlich noch das C eingeblendet? Da oben, obwohl wir das C erledigt haben. Ach so, das ist ein anderes C. Das ist das C. Ah, ja, alles klar. Der rote Questmarker ist der entscheidende. Also wenn da ein Lager ist, dann würde ich sagen, machen wir eine Nachtaktion. Wenn da kein Lager ist... Wobei, dann ist es auch egal, ob es spät abends ist. Ich sag mal, unsere Energie ist bei 85. Da können wir eigentlich in jedem Fall rein.
Wir gucken nochmal, ob wir den Eingang jetzt finden. Oder ob das irgendwelche Schwierigkeiten mit sich bringt. Wie weit sind wir entfernt? Wir sind eigentlich ganz nah dran, wie es aussieht. Wir gehen bloß in die falsche Richtung. Da ist die. Seht ihr? Okay, und da, glaube ich, steht jemand. Nee. Da habe ich. Doch, da kommt jemand raus. Und der. Der sieht eindeutig. Ja, der gehört zu dieser Bande, die das hier offenbar kontrolliert. Also es ist nicht irgendwie zufällig, dass da Banditen waren, sondern es scheint irgendein System dahinter zu sein. So, Leute, ich würde mal sagen, wir schlafen jetzt nicht. Im Stollen ist es eh dunkel und den werden wir vielleicht mal mit einem Bogen oder so ausschalten. Wäre ja eine Option. Also, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.